around you. Yes. Alle Verantwortlichen haben wie immer gehofft, dass nichts passiert. Weil sie wie immer davon ausgegangen sind, dass es nur ein harmloses Volksfest wird. Signore, signori, wir sehen nun die Kunstflugstaffel, die Frecci Tricolori. Die Reihenfolge bei solchen Großschadensereignissen muss sein: Erstversorgung der Opfer, danach gezielter Abtransport. In Rammstein gab es praktisch keine Erstversorgung. Posttraumatische Belastungsreaktion. Typisch für viele, die in Rammstein waren. Es ist doch unfassbar, dass keiner von denen sich mal bei den Angehörigen gemeldet oder einfach mal entschuldigt hat. Take one. Rammstein behandelt das Flugunglück von Rammstein 1988, wo zwei Militärflugzeuge ineinander gestoßen sind und abgestürzt sind in die Publikumsmenge bei einer Flugshow. Und der Film beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Menschen, die überlebt haben und ihrem Traumata dieses Unglücks, was zu der Zeit nicht anerkannt wurde und nicht aufgearbeitet wurde, weil es eigentlich mehr oder weniger vertuscht werden sollte. Es sollte klein gehalten werden. Und um diesen Leuten eine Stimme zu geben, wurde dieser Film gemacht. Ich glaube auch, das war für mich das, was mich am meisten berührt hat, eigentlich, dass die Betroffenen, die ja auch da waren bei der Premiere, den Film auch schon, glaube ich, teilweise zum dritten Mal gesehen haben und wahnsinnig berührt waren auch von diesem Film. Und das zu sehen, das war irgendwie sehr intensiv. Also ich war fast mehr beschäftigt, hatte den Film eigentlich zu schauen, wie schon fast, was ihre Reaktionen waren, vor allem auch danach. Das hat mich wahnsinnig gerührt, weil ich finde, das ist eigentlich, also denen muss es gerecht werden, ne? Den Betroffenen eigentlich. Mhm. Ob ich jetzt zufrieden bin mit meinem Spiel oder so, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber darum ging es mir irgendwie gar nicht. Andererseits ist es natürlich auch sehr wuchtig und gerade auf so einer großen Leinwand. Und das meinte auch einer von den Betroffenen zu mir. Die hatten da vorne ein Screening in Kaiserslautern und da haben sie es nur auf einem kleinen Bildschirm geguckt. Und da meinte er, hatte ja nochmal eine ganz andere Distanz zu dem Film. Und jetzt im Kino gestern meinte er schon nochmal ganz anders berührt davon und auch mit, glaube ich, anderen Eindrücken beschäftigt, weil es dann doch mit dem Sound der Bildgewalt, und es wird ja sehr spezifisch auch vieles gezeigt, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sich anzugucken. Es tut auch echt weh, ja. Ich habe als erstes den Regisseur gefragt, ob es quasi jemanden gibt, an den die Figur angelehnt ist, und habe das eigentlich schon ein bisschen erahnt, dass das an den Roland Fuchs, der eben auch stark betroffen war, von dieser Katastrophe angelehnt war. Und habe ihn dann auch gefragt, den Regisseur, ob ich mit ihm Kontakt aufnehmen soll und ob das denn auch gewünscht wäre. Und dann meinte, und hab das eigentlich auch von mir selber eigentlich auch gewünscht. Und dann hat der Regisseur aber gesagt, er fände es besser, wenn wir werden uns schon noch kennenlernen, aber ich soll jetzt nicht ihn nachspielen. Ich soll jetzt nicht eins zu eins. Es ist quasi inspiriert aufgrund seiner Geschichte oder von seiner Geschichte. Aber es ist nicht, ich spiele nicht eins zu eins ihn. Du heißt ja auch nicht so wie er im Film, ne? Also genau. Es ist ja auch ein anderer Name. Also ja. Robert Müller, Roland Fuchs, Robert Müller heiße ich im Film. Und ich glaube, das hat schon vom Druck auf jeden Fall was weggenommen. So, absolut. Wenn man nicht so eins zu eins jemanden spielen muss. Aber trotzdem dann in dem Moment, wo ich ihn dann kennengelernt habe und er mir das alles mal erzählt hat und wirklich auch wahnsinnig detailliert und mir halt auch sagt, du, also das Drehbuch geht noch, ne, im Vergleich zu dem, was eigentlich passiert ist. Und man denkt sich so, wie kann es denn noch schlimmer sein? Das ist natürlich schon wahnsinnig heftig. Und da muss man sich natürlich irgendwann auch von dem Druck versuchen zu verabschieden. Wie kann man dem gerecht werden? So, weil das kannst du letzten Endes nie so richtig. Und er hat mir sehr früh seinen Segen gegeben. Und deswegen hatte ich da auch ein gutes Gefühl. Er war sehr früh auch auf dem Set dabei, der Roland Fuchs. Und hat sich das angeschaut. Und da habe ich schon gemerkt, er ist okay damit. Er ist okay damit. Und er ist auch kurz im Film dabei, ne? Er spielt sogar mit. Ja. Und zwar in der letzten Szene oder in einer der letzten Szenen beim Memorial steht er tatsächlich neben mir. Und das war natürlich auch ein Wahnsinnsmoment an diesem wirklichen Memorial,
wo er da wirklich auch daneben stand. Das war dann schon wahnsinnig intensiv. Wenn man das weiß, dann ist der Moment noch umso krasser. Bei mir war es tatsächlich so, dass mich dieses Drehbuch wahnsinnig begeistert hat. Ich fand, es war dramaturgisch so gut geschrieben und durchdacht. Das habe ich selten so gehabt. Und da wusste ich irgendwie, ich möchte Teil davon sein. Und die Janine Kobst, die spielt eine Ermittlerin von der Flugunfalluntersuchungsbehörde, ist ja eigentlich so ein bisschen der rote Faden und hat vor allen Dingen jetzt spielerisch erstmal vom ersten Blick nicht besonders interessante Informationstexte abzuliefern. Aber das war dann auch die Herausforderung für mich letztendlich. Ich bin nicht der emotionale Träger in diesem Film und trotzdem zu gucken, wie berührt mich das, wie nimmt diese Figur dieses Unglück auf, was macht es mit ihr, obwohl sie überhaupt nicht Teil davon eigentlich ist, sondern gezwungenermaßen das dann irgendwie wird. Und das dann aber in so Informationstexten irgendwie so da so drunter zu liegen haben, das war irgendwie meine Herausforderung an meine Schauspielarbeit. Aber vor allen Dingen wollte ich genau in dem Projekt dabei sein, ja. Ich fand immer, wenn du kamst, war es so, konnte man ein bisschen aufatmen. War nicht alles, was nicht so tragisch, ja. Also ich fand es sehr intensiv. Ich war froh, dass es keine Serie war, dachte ich mir irgendwann so, dass wir das nicht über so einen langen Zeitraum drehen. Wie viele Drehtage hattest du eigentlich? 17, glaube ich. Okay, ja. Aber es hat sich auf jeden Fall nach mehr angefühlt. Und ich war halt so lange auch immer in der Maske. Also ich musste halt richtig früh immer dort sein. Teilweise hatte ich irgendwie sechs Stunden Maskenzeit. Und auch bis das wieder runter war, das Ganze, das hat halt auch ewig gedauert. Das war schon echt krass, weil mich wirklich auch die Leute auf dem Set dann gar nicht erkannt haben. Die dachten halt wirklich, wir haben im Krankenhaus gedreht und die dachten halt wirklich, sei jemand aus dem Krankenhaus. Also ich wurde wirklich einfach de facto nicht erkannt. Und auch wie die Leute mich angeschaut haben. So, und da war ich natürlich sehr froh, dass es nur Maske war, ne? Und das finde ich eigentlich immer das, also wenn du eine intensive Maske hast, ist das Tolle eigentlich immer, ist das Schönste immer, dass ich dann am Ende des Tages, wenn du abgeschminkt wirst und dir das gefühlt, und das war bei dieser Rolle halt wirklich so, gefühlt wirklich runterreißen kannst, eigentlich diese ganzen Plätzen, zum Glück auch. Träumst du von deiner Familie? Seit dem Unglück einmal. Es war noch im Krankenhaus. Rammstein ist aus Fahrlässigkeit passiert. Und die Risiken sind hier ganz gezielt heruntergespielt und verharmlost worden. Über 30 Jahre nach der Katastrophe von Rammstein erinnern sich nur noch wenige Unbeteiligte daran. Für die Beteiligten ist es so, als wäre Rammstein gestern gewesen. Katastrophen, klar, passieren die ganze Zeit. Und Menschen, die dann von solchen Ereignissen traumatisiert sind und nicht aufgefangen werden von der Gesellschaft und auch nicht therapeutisch langfristig begleitet werden, ist ein Thema, was weiterhin super aktuell ist. Damals noch umso dramatischer, weil da wurde deren posttraumatische Belastungsstörung noch nicht mehr anerkannt. Deswegen glaube ich, ist es vor allen Dingen wichtig für die Betroffenen, das ist ein Film für sie, eine Form von... Es ist ein Film für die Betroffenen, erster Linie. Genau. Schon. Mit einer schon auch irgendwie politisch-gesellschaftlichen Kritik und Botschaft dahinter. Aber vor allen Dingen geht es, glaube ich, darum, ein Gehör zu verschaffen, eine Sensibilität dafür, einen Erinnerungsgedanken und nicht, was immer wieder beschrieben wurde, naja, jetzt ist jetzt auch verjährt, jetzt reicht's mal langsam. Dass das dieser Film es schafft, im besten Fall diese Reichweite zu bekommen, dass diese Message quasi einfach gezeigt wird. Ihr habt das Recht, euch so zu fühlen, wie ihr euch fühlt, weil ihr wurdet traumatisiert und ihr braucht Hilfe und ihr braucht Unterstützung und das muss eine Gesellschaft leisten und anerkennen. Und das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden.